Diese Episode wird präsentiert von Quantica. Bisher bei The Crappies. Das ist jetzt größer? Der Sender hat keinen Empfangsverlust signalisiert, du hast auch nichts piepsen hören, ne? Monique ist Holländerin und hat ein Kornkreiszentrum in Holland. I would like to get the phenomenon spread as much as possible, so I'm very happy. Yeah. You're making another documentary about it. Have you ever been scared to step into that plane? No. No, no. Never? No, never. So we found one, but it has been cut out. It's one of the reasons I fly early to be... Yeah. To find it before farmers cut it out, but this time I was too late. I now want to locate where it is, because I want to look for the farmer. No doubt, Monique, you've seen the new one. Yes. Do you know the exact location? Yeah. Okay. I think You're right. Yes, sir. I think so. Yeah. Yeah. Okay. Make sure we can marry our 30 minutes. Was sagst du eigentlich zu Grasmatsch auf dem Propeller, Sebastian? Ich habe hier gestern, glaube ich, ziemlich viel Rasen gemäht. Das ist richtig harzig. Mhm. Und Harz führt ja bekanntlich zur Unwucht. Und da schauen wir mal nach, wie unwuchtig Harz macht. Doch etwas. Also, Monique hat eine neue Kornkreisformation entdeckt. Allerdings war der Farmer schon so nett und hat dran mitgestaltet sozusagen. Aber wir werden da jetzt trotzdem hinfahren. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wo das ist. Ja. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal in Richtung Avebury begeben. Und wir teilen euch dann in den nächsten Minuten genaueres mit. Hier habe ich Option auf Regenwetter. Das habe ich von meiner Arbeit mitgebracht. Das sind perfekte Hauben, wenn ich die hier so etwas abschneide, hier so rum und anpasse, dann habe ich hier für die Steuerelektronik eine perfekte Haube. Auch wenn es in die Richtung Darth Vader geht, aber... Sieht aus wie so ein Bobby aus so englischer Polizist. Ein bisschen, ne? Wie passend. Hoffen wir mal drauf, dass es keinen Regen gibt. So, wir sind fertig, wir können los. Geh los, alles klar. Ready. Auf geht's. Gut. Nimmst du den Auto mit? Ja. Wechseln will ich wieder. Ich bin irgendwo. Ah, da bin ich drauf gekommen. Okay. Here we go.
alles normal. Hallo Matze, ihr sitzt im Auto, nehme ich an. Ja, noch 5 Minuten. Why is it so important to talk to the farmers? Well, they play a key role in the whole thing. It's on their land, on their property. And I think in order to get the whole story, we need to involve them. And I was amazed to hear, because I talk a lot to farmers, that they have formations already, their parents, their grandparents, their, you know, parents of their grandparents, and they were happy with it in the beginning. But the moment the whole hoaxing thing arrived, they are so angry. Mm. Because normally when a formation on their land appeared, they enjoyed it and they went in to play in it and to picnic in it. And but yeah. Now they're just unhappy if something like that arrives. Just the way all the people behave. That's the whole thing. Das Kamerateam fährt jetzt mit ihr zu dem Feld, wo der Kornkreis ist. Es gibt keine genauen GPS-Daten, sie weiß das nur irgendwie aus der Sicht aus dem Flugzeug heraus. Das Kamerateam selber weiß auch nicht, wo es hinfährt. Und wir warten jetzt einfach hier vorne an diesem Pub, Red Lion heißt der, auch ein bekannter Treffpunkt für Crappies. Und gucken, ob das Kamerateam an uns vorbeifährt, sodass wir uns einfach hinten dran hängen. Jo, Robert, die anderen, die sind jetzt beim Red Lion. Fahren wir da zufällig jetzt durch? Kannst du Monique mal fragen, ob wir durch Aylesbury fahren? The formation that you discovered this morning, where is it located? It is located near Ellington. Alles klar, Ellington, gleich. Warte mal, A-L-L-I, Elling. Habt ihr noch irgendeine andere Information? Weil es gibt hier im Umkreis von 30 Kilometern 2 Ellington. Also es müsste so 10 Kilometer von dem Flugplatz entfernt sein. Gut. Dann, bis gleich. Ciao. Fahr bitte so. Good morning. Did you get my message? There's a new formation close by, but already been cut out. I was too late for the flying. So I want to look for the farmer and ask how lady cut it out. And could I check something? Yeah, come in. Yes? I think it's here. It's there, is it? Yes. So I have to look for a farmer who lives over here. So that's just at Ellington. Any idea of the farmers over there? No. You see, it has been cut out. That's it? Yeah. Look, it's really a pity. So you drive back down this exactly. road. Ellington. Over the canal. Yeah. And exactly. The next place you come to is Ellington. And there I go to left. Okay, good. Wir wissen jetzt schon mal, welches Ellington es ist, und zwar das in der Nähe von Horten. Wir sind jetzt gerade in Horten. H-O-R-T-O-N. Wir sind schon in Ellington. I would like to ask you if you could look towards the fields over there. Sure. If you already see something. Okay. See something? I'm looking. Oh, there it is. There it is. Yeah. Look. What a pity. This was our team. Yeah. Oh, was that the yeah. Oh, okay, doesn't good. Matter. Yeah. Good. I was about to. You see, crop circle damage, no entry. I will now have to find the farmer. Do you think you'll live nearby, or is it common that the farmer lives nearby? It's no, it's not common, but we could just ask. Nee, also der dort ist neu, den hat sie sozusagen entdeckt. Das ist das einzige Neue, was jetzt heute Nacht sozusagen entstanden ist, aber der Farmer war schon beim Ausradieren. Okay, also der sah vorher nicht so aus. Nee, der ist ausgemäht. Der Bauer hat ihn kaputt gemacht. Da hat er sich seine 2 Pfund durch die Lappen gehen lassen. Also im Prinzip ist das genau das, was man nicht planen kann.
Okay. Well, nice man, but so fed up with the whole phenomenon that he said he appreciated really that I came to him, but he said I won't allow anybody because it will attract others and we just don't want anybody. Monique, I have a suggestion. Yeah. Because obviously you would like to find out more what it looks like from the ground. And look what we have there. We have a copter there, remote controlled, and we have a live we have a live video feed. Can I touch it? You can touch it. You cannot take this it home. This is great. And is we it can, a hexacopter? Or it's an octocopter. Octocopter, yeah. Okay, so what we can do, we have a monitor. It will send a live signal, a live video feed. Yeah. And it will record. We can go from here. We don't have to go to the field. I guess the farmer, he can hardly say anything. No, he can't. So we could just stay here, yes, see the live video feed. Great. And we will film it and comment it and see it on the video. What do you think? Yeah, I think. Yeah. That's breaking news. All right. So we'll do that. Wow. Das ganze Grün hier. Das zwischen der Funkstrecke von Copter und Sender liegt, ist jetzt alles etwas feucht und behindert die Funkstrecke wireless. Können wir es aufs Dach stellen? Vom Dach aus haben wir natürlich das ganze Grün nicht dazwischen, ja. So könnte man das machen. Und können wir den Monitor aber trotzdem hier unten stehen haben, damit Monique das auch sehen kann, wie das aussieht und so? Mhm, ja, können wir machen. Das kriegen wir hin. Das wäre, also ich weiß das schon, dass das geht, ja. Okay, na dann. Wollen wir aufbauen? Bauen wir mal auf, ja. Ja, okay, cool. Cool. Okay, so the copter will be started now. It's a rather difficult start because it has to be started from this position. So this is the assistant. He will lift it up and then the copter will start. Wow, this is stunning. Warte, jetzt kommt die Sonne, hey! Yay! Yippie! So what do you say, Monique? I wish I was that helicopter. Fine, goodness. Probably the farmer has cut it out completely. I mean, sometimes there are rests. Now I can't see anything. Kannst du vielleicht noch tiefer runter? Nein. Okay. Yeah. He really cut it out the whole scene. I mean, there's nothing left. Only a little line here, which might be, you know, the only part that's still the original, and this he really damaged it all. He must have been very angry because the other farmers left some things. So you cannot even say how they laid it down or anything. Nothing at all. Nothing. This is really a shame. What a pity. Yeah, now the job is to bring it safe home. Great! This is wow! wow! Spannend. Ja. Guter Flug, super. Ja, super, hey. Super. Geklappt. Ich denke, wir haben auch ein paar richtig schicke Bilder bekommen. Und den Pitonkreis kennst du ja. Ja, den finde ich geil. Ja, den gibt's hier gar nicht. Ja, hier ist auch noch eine Binärbotschaft drin. Krass.
Hi. Hello. You seen any crop circles lately? Oh yeah, I did, yeah. Yeah? Yeah, you oh, did? Yeah. Yeah, yeah, I did. Yeah. Saw the latest formations at Oliver's Castle and Stanton St. Bernard and Woodbury Hill, so I saw quite some nice formations I did, yeah. Are you a crop circle researcher? Well, yeah, actually I am, yeah. What exactly do you research? What I do is, well, researching crop circles, and I want to find out what's causing them, of course. What have you discovered? Well, what I discovered was these strange balls of light. Balls of light? Yeah, which often fly close by crop circles or in close proximity of crop circles. So my first ball of light I filmed was in 1993, which was at Breton Whitehorse. Hmm. So can you show me? Do you have it on tape or something? Or? Oh yeah. Oh, I have. Yeah, I made a documentary about those balls of light. So really? Oh yeah, I did. Yeah, because well. Do you have it with you, the documentary? Well, I have one over here. Oh, you mean it's on sale here? Well, it is. Yeah. Well, you know, we also made a documentary. Hang on, I'll show you. This is our latest documentary. It's also on sale here at the Silent Circle. Oh, I know the title. Yeah, News World Order. Have you seen it? I have seen it, yeah. I've seen those. Yeah. But, you know, I'm really looking forward to see your material. So this is your... Well, this is mine. Okay. How much is it? It's 15 pounds. 15 yeah. Pounds, yeah. Like all the others, yeah. 15 pounds. Thank you. Would you like a little bag? Oh, I think somehow I'll be able to carry it. Thank you, yeah. Okay, Fuke. So now I'm really looking forward to see this. Let's go. Do you have a laptop where we can watch it? Yeah. Great. When did you make this documentary? I made this one in 2006 in the winter. It's called, well, let's say most of these balls of light I didn't saw. Let's say 80% I didn't saw with my own eyes, but my camcorder picked them up because I think the camcorder makes them a bit brighter. That's why you can see them better. But here, a close-up of a light. Notice how thin this light is. It's definitely not a ball. Especially when there's new formation, I would like to sit on a hill so I have a good view of the whole field and a formation. So what I do then is put my tripod out, put a camera on top, just hit the record button, film the whole area, and then sit down and ask. What I do is ask in my head if they can show themselves. So, and then they appear. Not always, but I've had quite successful things a couple of times. And have you already tried filming a field without asking them to? I did, yeah, I did. And do they show up anyway? Well, they do, yeah. They do show up. Okay. They do. As you can see here, it's not a bird. Well, what if this is an insect or something? Well, no, because the way they behave is way different than insects or birds or whatever, but they do cross formations, and I film some which come from the crop out of the formation going up in the air, but they are definitely different than all the other stuff I've seen. So when you walk around the fields, you know what's going on there, you know. I have a lot of experiences in all those years, so I know what I see. So I see the difference, so I recognize them, that's for sure. That particular year in 2006, suddenly two balls of light came from the air, down in a crop, sniffing around, flying around, and went away up in the air, gone. Another one came, did the same thing, sniffing around, flying around, went up in the air, vanished. We also recorded some strange flashes, really bright flashes, in really sunny weather, just as now, today. But they appear on tape. And sometimes you do see flashes in the corner of your eyes. I always thought it was my imagination, but my film proved different. So they seem to be interested in crop circles just as we are. But I don't know why.
we are studying crop circles, maybe they do as well. So what is it? Well, that's the big question. I don't know what they are. That's the big question. I still don't know. I still can't explain what it is. But it's intelligence. So it's an unidentified flying object. That's what it is. Do you think they're responsible for creating them? Well, I think they are responsible for creating, but I'm not sure. I can't really prove it myself. I try to film it, of course. That's why I always come back. Hey Leute, das war ein geiles Interview. Lichtbälle über Kornkreisen. Wir haben hier die ganze DVD. Und der Fuke hat mir einige echt interessante Inspirationen gegeben, was ich demnächst mal probieren werde, wenn ich wieder im Kornkreis bin. Was denn? Das wirst du schon sehen. Okay, wollen wir... Ich meine, wir können in die Richtung gehen. Wie lange macht ihr das jetzt schon? Weißt du, die Uferforschung? Ja. Ist unterschiedlich. Also der Wolfgang macht es wohl am längsten und dann wahrscheinlich also 20 Jahre alt war. Was war die Motivation ursprünglich? Bei mir? Ja. Neugierde. Eigentlich Neugierde, ja. Und mittlerweile? Immer noch Neugierde oder Überzeugung? Neugierde und Überzeugung, ja. Wollen wir vielleicht nochmal ein Bier trinken oder so noch? Oder was habt ihr vor? So, Prost. Prost. Ja, Prost, Leute. Auf die Kornkreise und die Ufos, die drüber schweben. Die kommen dann. Prost, genau. Ich meine, es lohnt sich auf jeden Fall, sich mal hinzustellen und das zu... Na klar, deshalb machen wir das. Um das zu filmen, ja. Aber also ich gehe eigentlich davon aus, wir werden hier interessante Geschichten hören und so, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir selber jetzt wirklich was filmen, ist extrem gering. Also natürlich mit eurer Ausstattung. Erzähl mal, was habt ihr denn für Technik mit? Also wir haben dabei eine Restlichtverstärkerkamera. Die ist ziemlich empfindlich, also reicht Sternlicht als Beleuchtung aus. Dann haben wir eine Wärmebildkamera. Damit kann man halt zum Beispiel Menschen gut sehen, die sich da tummeln. Sehr gut. Körperwärme, also ist das Gleiche, was Feuerwehr und Polizei haben im Prinzip. Und kann man damit jetzt auch echt auf, sagen wir mal, 100 Metern Entfernung? Man kann einen Menschen wahrscheinlich noch erkennen. Das hängt natürlich immer von der Temperaturdifferenz ab. Wenn es jetzt natürlich warm ist, kann man Menschen schlechter erkennen, wie wenn es die Umgebung kalt wäre. Dann sieht man besser. Und du hast deine mobile Überwachungsanlage genau, wieder mit, das ja? Ist eine Kameraplattform, wo drei Kameras drauf sind. Der eine Kamera ist weg, da kommt das eine Temperatur. Kamera hin und dann Manufosensor, Gravitation, Magnetfeld. Natürlich gibt es viele, die sehen in jedem Licht ein UFO. Ich sage dann halt, wenn das Ding blinkt wie ein Flugzeug, wenn es sich bewegt wie ein Flugzeug und wenn es dann auch noch klingt wie ein Flugzeug, dann ist es ein Flugzeug. Und dann gibt es natürlich welche, die sagen, ja, aber es könnte ein UFO sein, das sich als Flugzeug tarnt. Ja, natürlich kann das sein, aber auf der Basis kann man natürlich alles bringen. Also, du musst dann natürlich schon immer die plausible Erklärung dann nehmen. Ja, was wir brauchen, ist eine Anhöhe, wo man halt gut runtergucken kann. Ja, gibt's ja nicht mehr. Und möglichst auch so, dass man sich ein bisschen verstecken kann, also dass es halt nicht so offensichtlich ist, dass man da steht. Habt ihr auch die Crop Circle Connector App? Nee. Ja, die zeigt immer sofort Breaking News, neuer Kornkreis gemeldet. Naja, also gibt's bestimmt wieder Leute, die sich da reinlegen und wunder was dann spüren. Auch die tolle Energie. Ich bin da total überwältigt. Ja gut, das mit der Energie, dass da Leute sich reinlegen und was spüren, das mag ja sein. Aber das hat dann zumindest bei den Menschen gemachten Kornkreisen gar nichts mit dem Kornkreis zu tun. Ja eben. Deswegen ist es für mich auch nichts Objektives, wenn jemand sowas sagt, weil natürlich kann ich mir jetzt einbilden, ich spüre hier, was weiß ich, irgendwas. Ja. Aber wir sehen uns jetzt nicht als Kornkreisforscher, wir gucken es halt an als Touristen faktisch. Müsste eigentlich mal jemand seine Doktorarbeit irgendwie dazu schreiben, oder? Über was? Über die soziologischen? Kornkreisphänomen. Ja, zum Beispiel über die soziologische Komponente davon, ja. Ist wie bei der UFO-Forschung. Der Mangel an objektiven Tatsachen, da sind
tut man sich aufs Subjekt konzentrieren, das ist der Mensch. Und da gibt es eine Menge interessante wissenschaftliche Aussagen, die eigentlich alle keine Basis haben. Ja, es ist, ja, ist wirklich so. Und weil das ist das Einzige, was sie untersuchen können, und das Objekt können sie nicht untersuchen. Und das ignorieren sie dann einfach und konzentrieren sich aufs Subjekt. Und da kommt nichts dabei raus, höchstens für Kritiker natürlich. Nehmen wir mal an, du filmst mit deiner Überwachungskamera, wie deine Untertasse angeschwebt kommt, drei Beine ausfährt, im Feld landet. Dann gibt es da so hier vier Wesen in Silberanzügen, die aussteigen, irgendwelche Bodenproben nehmen und wieder abfliegen oder was. Meinetwegen halte ich noch das Mikro dran und sage, wo kommt ihr her? Die sagen Zeta Reticuli, aber das geht euch nichts an oder sowas, keine Ahnung. Okay, gut. So, dann haben wir das alles auf Video. Ja. Wir sind 8 Zeugen, ja? So. Und dann? Ja, guck mal, das sind, das sind 8 Spinnen, 8 Kornkreis-Freaks. Die müssen ja Freaks sein, sonst wären sie ja nicht zu den Kornkreisen geflogen. Die sind also nicht unvoreingenommen, die kann man nicht ernst nehmen. Party? Party? Wir machen jetzt so 5 Party. Party. Morgen. Herein. Wir haben eine super Nacht heute gehabt. So ungefähr 20 Meter von diesem Fenster nach unten weg ist die Partymeile von diesem Ort. Und Klimaanlage? Geht nicht. Hat nicht funktioniert. Akkus wir mussten aus dem Grund das Fenster auflassen, was sowieso schon relativ laut war. Da haben wir noch zusätzlich das Fenster aufgemacht, damit es noch lauter wird. Die Akkus haben wir schön geladen, die bringen noch Temperatur in den Raum. Und ab 5:30 fingen sie dann an, die Partypresse mit der Kehrmaschine wieder aufzukehren. Also wir haben eine super Nacht, wir ziehen um. Das ist schon geklärt. Und wir sind ready, wollen wir? Ganz schön hoch müssen wir da gehen. Können wir probieren. Warum nicht? Lass das mal checken. Ich denke mal, wenn es nicht zu sehr stürmt da oben, dann ist das, glaube ich, die beste Gelegenheit. Hier haben wir schon ganz schön Wind. They go up in for like minutes or an hour rather than to meet people to do this. I think people could do this, but I don't think they can change the molecular structure of the wheat, which is what happens. So what do you think about this? Well, I think when you study enough of them that you'll come up with that some of them absolutely can't be executed by humans that fast. So something is putting them there. And I think it's something is pretty smart, obviously, because it has beautiful designs. Yeah. They're very well executed and they go up fast. What's that called? Is that a dormer or something? It's a camera, flying cam. A flying cam. Okay. Yeah, so you can have a look from the live picture on the ground. Really? Yeah. Maybe if I wake my... Kann man das sehen?